Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Unfassbar, giftiges Benzol wird hier in dem Boden verpresst, mitten im Wasserschutzgebiet bei Scharnhorst. Und das völlig legal. Insgesamt 300 Kubikmeter Lagerstättenwasser liegen bereits unter der Erde begraben. Carsten Hauschild vom Stadtrat Verden kann nicht verstehen, dass so fahrlässig mit dem Trinkwasser der Region umgegangen wird. Andere Länder führen Kriege um Trinkwasser und wir gehen hier so verschwenderisch damit um, kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil ich überhaupt nicht sicher sein kann, dass diese Verpressung auf 1000 Meter Tiefe sicher sein kann. Es finden sich immer tektonische Bewegungen. Wir haben keine 5 Kilometer hier entfernt ein Erdbeben gehabt, der Stärke 3,5. Und ich weiß dann nicht, was unter der Erde passiert. Benzol ist ein unerwünschtes Nebenprodukt bei der Gasförderung. Es wird zusammen mit dem wertvollen Brennstoff nach oben gefördert und in einem späteren Verfahren davon getrennt. Bisher wurde das verunreinigte Wasser über Plastikrohre in die Verpressungsanlage geleitet. Damit ist jetzt Schluss. An diversen Stellen der Pipeline wurde giftiges Benzol im Erdreich nachgewiesen. Aber die Verpressung im Wasserschutzgebiet geht weiter. Über Lastwagen wird das Abwasser durch das sensible Naturschutzgebiet transportiert. Andreas Mattfeld ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Als ehemaliger Bürgermeister von Langwedel liegt ihm die Region besonders am Herzen. Er fordert Konsequenzen aus den jüngsten Vorkommnissen. Sie müssen sich vorstellen, das Lagerstättenwasser wird mit dem Gas hochgefördert aus 5 Kilometer Tiefe und wird dann nicht am selben Fundort, wo das Gas gefördert worden ist, verpresst, sondern zum Teil in 8 Kilometer Entfernung in einer anderen Tiefenlage, zum Teil in dann nur 1000 Meter Tiefe. Und das kann nach meinem Dafürhalten nicht richtig sein. Das kann anders aufbereitet werden, umweltgerechter aufbereitet werden. Das ist nur mit erhöhten Kosten verbunden. Ich sage aber, zur Sicherheit der Bevölkerung sind diese Kosten einfach notwendig. RWE DEA betont immer wieder die Sicherheit des Verfahrens. Seit 12 Jahren verpressen sie schon die krebserregenden Chemikalien, keine 500 Meter vom Brunnen entfernt. Wegen der negativen Presse und den wachsenden Ängsten der Bürger wurde das Einleiten der Abwässer vorerst zurückgefahren. Doch auch wenn es weniger geworden ist, nach wie vor bringen Lastwagen die gefährliche Fracht nach Scharnhorst. Die größte Problematik sehe ich, dass sich die Landschaft gegebenenfalls verändern kann, das Gebiet hochgedrückt werden kann oder es auch gegebenenfalls zu Schäden in der Region kommen kann hierzu. Was mir auch Sorge bereitet, dass wir durch Trinkwasser führende Schichten verpressen. Auch dort weiß ich nicht, ob die Sicherheit so gewährleistet ist, wie ich mir das vorstelle. Die Gesetzgebung hinkt der gefährlichen Situation hinterher. RWE DEA handelt nach den bestehenden Gesetzen vollkommen legal. Hauschild fordert nicht nur schnelle Konsequenzen, sondern auch einen offenen Dialog von Seiten der RWE DEA. Es geht hier um unsere Trinkwasserversorgung und darüber nicht informiert worden zu sein in der Vergangenheit und auch jetzt derzeitigen Prozessen nicht beteiligt zu werden, ist schon sehr frustrierend. Hauschild will nicht locker lassen. Er und die Mitstreiter der Bürgerinitiative fordern den kompletten Stopp der Verpressung, damit zukünftig nicht nur Gas, sondern auch sauberes Wasser aus der Region kommt.